Leute, heute starten wir das PvP-Event im Eschental. Ich bin zum ersten Mal dabei. Ich bin richtig gespannt, was so abgehen wird. Es hat gerade richtig gestartet. Ich habe mir noch rasch schnell den Flugpunkt geholt. Habe schon mal meine Gifte und so ausgewählt. Ich hoffe, wir kommen da gut durch. Also ich habe extra einmal verkrüppeltes Gift gemacht, damit ihr nicht so und ja, entwischen ein bisschen zu fortwirken. Das weiß ich, ob es besser wäre, lieber zweimal verkrüppeltes. Die sind auf jeden Fall schon Action am machen. Ja, wir müssen schnell hin. Wir müssen ganz schnell hin. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne mich damit doch überhaupt nicht aus. Ich habe ein paar Tränke. Ja gut, die Viole, das ist ja eher für eine Quest, weil ich war gerade am Questen gewesen. Auf einmal Bam hat sich erfüllt und zack, hat das Event gestartet. Aber warte mal, Drali, die haben hier Mondbrunnen. Aha. Und hier oben. Ah, ich bin leider ein bisschen spät dran, weil ich noch den Flugpunkt holen musste. Ich habe mal den ganzen Raid hier, können wir mal einen anstellen für euch. Ausgestellt mal nur meine Gruppe. Lass uns ein bisschen überladen. Eigentlich kann ich ihn komplett ausstellen, aber gut. Ich lass mal an. Ich bin zwar kein Heiler, aber vielleicht kann ich den einen oder anderen vielleicht mal Verband reinhauen. Wer weiß. Wenigstens meiner Gruppe. So, also. Wir haben auch schon ein paar Allianzen geklatscht. Ich wurde auch einmal geklatscht auf dem Weg hierhin. Ja, ein paar Kills heute gemacht, aber noch nicht viele. Jetzt sollte es aber gleich abgehen. Ich bin gespannt. Mal sehen, was da abgeht, weil das, die sind ja schon richtig am Machen da, ne? Da oben sind ein paar. Wir vereinzeln noch ein paar Leute. Gut. Die wahre Action beginnt da hinten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Noch 28 Minuten haben wir Zeit. Wir machen das ganze Event, Leute. Alles, was dazugehört. Ich habe mir auch schon mal ein Insignie der Horde geholt. Weil ich ja Grunze erreicht habe. Dann dachte ich mir, komm, gönne ich mir. Das ist auf jeden Fall ein Teil, was mega fett ist. Oh. Oh. Da müssen wir ganz schnell ran. Ganz schnell. Kann schon mal Drosseln geben. Sehr geil. Direkt meinen Schaden hier mal mitgeballert. So. Ich sollte einmal Kombo-Punkte am besten vollladen, würde ich sagen. Und dann, warte mal, komm, einmal ein Dieseltee gönne ich mir. Bam. Wenn wir ein bisschen schneller zuschlagen, habe ich mir hier mal Sexchen drauf gehauen. So, jetzt machen wir nochmal voll. Ah. Komm schon, und dann. Ja. Also warte, wir müssen doch kurz auf Abstand. Ich heil mich mal eben. Gut, meine Dinger laufen so weiter durch. Jetzt ist aber auch wieder vorbei. Dann hauen wir weg wieder voll. Ja, komm nochmal. Komm, wir ballern das direkt drauf. Und dann mit den letzten Kombo-Punkten mache ich einmal hier vergiften. Komm schon. Bam. Sehr nice. Der droppt auch was. Ein Amulett. Warte mal, ein Quest-Gegenstand. Dieser Gegenstand startet eine Quest. Aha. Aha, Trommeln. Ja, nice. Ja, dann geht's jetzt weiter. Und das ist ein Allianzer. Ja, gut. Level 19. Der Arme. Der Arme. Können wir das irgendwie einnehmen? Oder ist es jetzt komplett zerstört? Und jetzt fliegen wir anscheinend hier rüber. Dann holen wir uns das und dann das. Gehe ich stark von aus, ne? Ah, hätte ich hier einen Ruhestein, ne? Das wäre natürlich optimal. Ruhestein hier. Bam. Zurück teleportieren. Man ist sofort da. Gut. Sprinten wir. Cool. Unser so ein Boss, aber es war jetzt kein Allianzer. Die werden wir wahrscheinlich alle hier so antreffen. Weiß nicht, wo die sein werden. Wo die anfangen. Der Arme. Oh gut, hat auch für mich gezählt. Sehr nice. Hab nichts gemacht, aber zählt für mich. So liebe ich es. Ja, hier haben halt am besten Schamanen und so eine Ebbe. Keiner da.
Also Hunter, klar, die können auch ein bisschen schneller laufen, aber wir sind leider ein bisschen langsam. Wir konnten wenigstens einen Sprint reinhauen. Ist okay. Ich weiß nicht, ob die hier Klingenmeister. Ich würde mir den eigentlich ganz gerne mal anschauen, wie der aussieht, aber ich will direkt dabei sein. Ich folge den Leuten, die werden es am besten wissen. Übrigens habe ich mir mittlerweile auch die Handschuhe gemacht. Also dann könnt ihr einmal kurz meine Rüstung anschauen, während wir hier laufen. Das sind meine Schultern aktuell. Der Rücken. Das ist die Brust. Armschienen. Handschuhe. Gürtel. Zack. 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 Bam. 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 Also schon ein paar Sachen, die einigermaßen ganz gut sind. Aber noch vieles, was ich noch so ein bisschen austauschen könnte. Aber im Großen und Ganzen passt es schon. Wenn ich jetzt so ein paar Sachen bekommen würde, eine anständige Brust. Vielleicht die von der Defias. Blut und Donner. So, jetzt bloß nicht den falschen Ort auswählen. Also die Brust der Defias, die war meine ich ganz gut. Dann auf jeden Fall den Ring vielleicht noch eventuell irgendwie austauschen, obwohl der ist schon mal wenigstens gut, dass er halt Beweglichkeit hat, ne? Dann brauche ich einen besseren Bogen eventuell. Gürtel definitiv. Armschienen wären bessere auch ganz nett. Auf jeden Fall bei den Schuhen 7 Beweglichkeit. Ich habe ja die Quest hier. Ah, das wäre gut, ne? Eine Beweglichkeit, aber dafür nochmal mehr und dafür nochmal 6 Ausdauer obendrauf. Aber ich habe mir wenigstens schon mal mittlere Verstärkung draufgepackt hier. Oh. 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 Okay, die haben gerade hier kaputt gemacht. Die laufen jetzt alle Richtung Freudenfeuer. Aber wir waren einen Ticken schneller, ne? Weil wir mehr sind? Ich weiß es nicht. Könnte gut sein. Es könnte durchaus sein. Gut, das heißt, wir rennen dann hier hin. Wir waren dann hier gerade, oder? Aber wo bin ich? Ich sehe mich gerade auf der Karte nicht. Ah, doch, hier. Waren hier. Gut, dann sind die gleich da. Wir sind dann da. Und dann bam geht es hier hin. Ah, ich glaube, wir sind einen Ticken besser dran, ne? Ich glaube ja. Das kommt mir auf jeden Fall so vor. Ich bin gespannt. Das heißt, machen hier fertig, bam, dann greifen die hier an. Wir haben da dann gerade fertig. Dann sind wir hier. Das heißt, hier wird der Konflikt starten. Wir müssen nur noch ein Ding dann von dem weghauen. Ja. Die müssen es dann immer noch hierhin schaffen, ne? Oh, wow. Die sind schon hier dabei. Ich glaube, die haben sich so ein bisschen aufgeteilt, ne? Der hat noch sehr viel Leben. Das heißt, wir könnten, wenn wir das jetzt hier richtig schnell durchballern mit ganz vielen, vielleicht kommen wir noch dahin und können zum Boss stoßen. Ah, ich weiß, es wird aber. Obwohl, es hat ja vorhin schon angefangen. Es könnte sein, wenn die echt nur mit einer kleinen, relativ kleinen Gruppe dort sind, könnten wir direkt durchbrechen und die weghauen. Aber cool mit dieser, PvP-Event-Quest, ne? Muss noch schauen, dass ich vielleicht irgendwas weghaue. Weil ich sonst gleich keine Quests mehr annehmen kann. Kann ich noch nicht. Gut, schnell weiter geht's. Ich würde ganz gern sehen, wie der Boss hier aussieht. Wir können ja hier rüber laufen, so zack. Obwohl, wo geht's jetzt hin? Ich schau mal nur ganz kurz. Ist ja direkt hier und dann kann ich so zack runter. Diese Fähigkeit ist noch nicht. Vielleicht sind ja so ein paar Allianzer, die wir ausschalten können. Ich denke aber, hier wird noch keiner sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir schauen mal. Oh, doch, die sind hier dabei. Okay. Ja, dann schnell runter da. Aber ganz schnell. Ja, super. Jetzt kommt hier wie gerufen. Ganz schnell Richtung Mine. Oder wie nennt sich das? Sehe ich das nicht vor lauter Spielern? Oben ist die Glaivenbasis. Okay, klar.
Alright. 1 von 3, 2 von 3. Gebliebene Klingenmeister. Hä? Wir haben doch nur einen von denen gekillt, oder? Warum haben die einen weniger? Oder haben die ihn gerade gekillt? Nee, oder? Warte mal. 3 rote, 2 blaue. Hä? Ach, haben die mit einem weniger gestartet? Weil wir davor dieses Ziel erreicht haben, kann es sein? Okay, wir müssen jetzt uns irgendwie beeilen. Und ich habe schon jemanden mit Mount gesehen. Ich weiß nicht, ab wann man das Mount hier bekommt. Wie lange es ungefähr dauert. Ich habe auf jeden Fall eine Ork-Kriegerin gesehen gehabt mit einem Wolf. Aber ich habe jetzt nicht geachtet, wie viel Prozent das Mount hatte. Das 60% oder eher so? Ich denke mal schon, ne? Weil sonst wird es ja keinen Sinn machen, weil wenn jemand einen Geisterwolf schon 40% hat, ich denke mal schon, dass das wie das ganz normale erste Mount ist, mit 60%. Aber ich weiß nicht, wie man es bekommt. Also wir haben hier auf jeden Fall diese Quest, Fertig. Ich weiß jetzt nicht, welche da mit den Trommeln, ne? Steinkrallengebirge, Ashen Whale, wo haben wir's? Erhöht sämtliche verursachten Schaden und sämtliche gewirkte Heilung 2 Stunden lang um 5%. 1 Stunde Ablenkzeit. Aha, das heißt, die haben wir dann immer, ne? Scheint auf jeden Fall so. Ach, warte mal. Komm ich da jetzt am besten hin? Von hier? Aha. Okay. Die rennen weg. Sind wir zu wenige? Leif. Aha, die wollen also nach oben. Oder wie? Ah, ich weiß nicht. Otto Glaive, aha. Oh, 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 die haben auch einen weggehauen. Ah, das sieht nicht gut aus. Und hier sind die auch alle dran, ne? Diese Fähigkeit ist. Oh, was machen die hier? Teilen die sich hier auf? Keine Ahnung. Und eventuell viele Hortler dort. Sehr viel Lauferei halt, ne? Also mit Mount wäre das schon gut. Muss auf jeden Fall herausfinden, wie man an so einen Mount rankommt. Fragen über Fragen. So ein Sprint wäre nochmal ganz nett. Hier unten. Ja, hier sind hier auch eh lang gelaufen, ne? Aha, guck mal, der hat zum Wolf. 50%, aha. Ja gut, für mich wäre es halt gut, ne? Ein Schamane gut. 40% auf 50 macht halt nicht so einen riesen Unterschied. Aber für mich wäre das schon fett. Geschwindigkeit auf 50% erhöht. Aha, aha, aha. Okay, geht's hier direkt jetzt los? So, wir packen uns irgendwie diesen Gnom hier. Er rennt weg. Ach, komm mal her, komm her. Alles hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ein Hunter. Wo? Oh. Oh, 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 oh. Nein, danke, ich will jetzt nicht sterben.
Okay, wir gehen mal in Verstohlenheit rein. Ah, das war's für mich. Das war's für mich. Das war klar. Das war sowas von klar. Oh, jetzt müssen wir viel laufen. Das war nicht gut. Das war ganz und gar nicht gut. Da hatte ich keine Chance mehr. Ja, ist aber gut gestiegen. Auf 16 schon. Ja, was machen die jetzt da? Wir können ja gar nicht dagegenhalten. Und die haben den weggehauen. 0 von 3. Das ist ja gar nicht gut. Für uns läuft ja richtig schlecht. Uns läuft es ja unnormal schlecht. Und die Frage ist, wie viele können hier mitmachen? Unendlich viele. Dann ist ja eigentlich derjenige im Vorteil, von denen es halt genug Leute gibt. Oder beziehungsweise am meisten. Ihr wisst schon, was ich meine. Jo. Das war fies. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir uns einen Heiler packen. Dass ich vielleicht eine Kopfnuss gebe. Weiß ich, Erdrosseln. Wie mache ich mit Erdrosseln? 204 Schaden. Na gut, und gefällt mir ein Kombo-Punkt, ne? Dann könnte ich direkt Bam hier draufhauen. Das draufhauen. Hat der schon allein durch die ganzen X insgesamt dann 400 Schaden oder so, ne? Ach, wo laufe ich hin? Okay, ich glaube, die Allies wurden zurückgeschlagen, so wie es aussieht. Dann hat mein Opfer vielleicht doch geholfen, wer weiß. Jetzt müssen wir aber ganz schnell. Bam. Komm schon. Ich hau mir nochmal einen Diesel-Tee rein. Alter, geht's ja. Ich sehe gar nichts mehr. Sehe noch irgendwie meinen Schaden, aber geh drauf. Will den auch looten? Diesmal nicht. Amulett der Schelle. Aha, okay. Da gibt es anscheinend immer dasselbe. Jo, jetzt sind wir gleich auf, ne? Okay, wir sollen jetzt alle auf die drauf gehen. Wir sollen die wipen. Why are we not defending our base? Ja, gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ah, jetzt weiß ich. Wie viel Leben hat der jetzt, unser Boss? Ja, ich glaube, es wird ein Lose, ne? Ich weiß nicht, was ist, wenn wir jetzt noch einen Posten weghauen? Würde, glaube ich, eher weniger Sinn machen dann, ne? 1-1 steht es. Oh, warte mal. Wir hätten 1, 2, 3, 1, 2. Wir haben nur zwei von denen weggehauen. Begreif es irgendwie nicht. Na gut. Wird schon irgendwie richtig sein. Oh, jetzt hänge ich auch noch an. Ja, super. Und ich bin ein Schlussdicht hier hinten. Muss mal schauen, dass ich jetzt gleich direkt meinen Dingens baller. Okay, Gifte sind noch 10 Minuten aktiv. Event geht eh 12 Minuten, das passt. Muss ich nicht auffrischen. Die gehen doch hier runter. Oder ist es deren Boss? Könnte durchaus sein. Ich glaube ja, ne? Ach, stimmt, das ist der Boss. Diese Fähigkeit ist Deswegen war das diese Nachtelfin. Hat die auch irgendeinen bestimmten Namen? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Mein Sprint kommt leider ein bisschen zu spät. Ist hier doch, oder? Da hinten. Aha. Mal. Hol mir ein paar Allianzer. Impala.
Sehr schön. Müssen wir direkt mal aus dem Weg räumen. Und wo ist der Boss? Hä? Ach, wir haben verkackt, oder? Die Allianz siegt. Ach nein. Wir haben verloren, Leute. Wir haben einfach verloren. Schade. Ich hätte gern gewusst, was passiert wäre, wenn wir gewonnen hätten. Warte mal, ich schalte mal nochmal alles ein, damit ich sehe, wie viel hier drin sind. Dann schauen wir mal, was die Leute vielleicht noch so im Chat schreiben. Wo kann ich denn jetzt die Quest abgeben, die ich bekommen habe? In der Hölle. Heudenfeuerbasis in Ashen Whale. Ach, ist das während dem Event oder wie? Weiß nicht, warum Ready-Check gemacht wurde. Oder wollen jetzt ein paar Allies umbringen? Da wäre ich auf jeden Fall auch am Start. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Wie viel habe ich denn jetzt bekommen? Ja, 24, gut. Letzte Woche 17. Da haben wir auf jeden Fall schon mal mehr als das Doppelte raus. Bei so einem kurzen Event, wo wir jetzt noch nicht ultra krass viel gemacht haben eigentlich. Und wenn wir gewinnen würden und ein bisschen mehr aufeinandertreffen, vielleicht wäre da mehr gegangen. We lose is just the same result. Ah. Interessant. Auf jeden Fall, Barsongs Schlucht will ich auf jeden Fall auch machen. Da habe ich sehr Bock drauf und der Raid ist eigentlich so gut wie aufgelöst. Fix it here, working on it. Aha. Aha. Ich hole mir mal hier einen Ruhestein. Oder irgendwie Sonnenpelz oder so, macht jetzt eh keinen Sinn, finde ich. Finde ich natürlich. Deutsch muss gelernt sein, ne? Warsong Speer Update. Aber wie mache ich das? Warsong Speer Update. Vor allem gibt es jetzt gut Gold, ne? Das, jetzt verstehe ich auch, warum die Leute alle questen. Weil es gut Gold gibt, aber ich werde keine Quests abgeben, sondern ich werde ein paar Quests erledigen. Vielleicht ein paar, um Gold zu machen, ja, ich weiß nicht. Aber eher, um mir alles vorzubereiten, dass wenn es dann soweit ist, dass ich dann die ganzen Quests abgebe, ne? Raus damit. War so ein Bericht. Oh, wir verstecken sich Elfen in den Schatten. Wir müssen immer wachsam sein. Aha. Das heißt, wenn ich mal ein paar Nachtelfen finde und die kille, dann kann ich diese Berichte bekommen und abgeben. Aber was ich bekomme, weiß ich noch nicht. Ist aber interessant. Aber das hier, warum kann ich das Amulett jetzt nicht abgeben? Geht das nur während dem Event? Das wäre sehr schade. Es scheint so. Heilige Flamme, aha. Ah, das war auch eine andere Quest zum Abgeben. Gut, ja. Alles klar. Und hier können wir was abgeben. Was wollt ihr? Bleibt sauber. War so ein Sägeblätter für so eine Schusswaffe, die eigentlich nicht mal schlecht ist. Die ist sogar ganz nett. Gut, was habe ich für Post? Oh, guck mal. Mein Gebot zurückbekommen. Änder für Rüstung. Gibt es hier irgendwas Bestimmtes? Wurde irgendwas Neues hinzugefügt? Ich glaube nicht, oder? Kraft und Ehre. Ich gehe trotzdem mal drinne Luki Luki machen. Ich habe euch erwartet. Nicht, dass hier doch irgendwas Geiles ist, was ich mir entgehen lasse hinterher. Denke aber nicht. Hey. Suchen die halt für BFD nur. Also hier PvP-mäßig gar nichts. Ich glaube, alle machen halt so Besten. Und ja, um ein bisschen Gold zu machen und sowas. Vielleicht bereiten sich auch ein paar vor, so wie ich das vorhabe. Und ansonsten, ja. Besten und das war's. Nebenbei Allies klatschen. Und dann halt, wenn BFD halt resettet ist, dann machen die BFD, um Kram zu bekommen. Dann kann man halt ein bisschen noch
Rückschatten fangen, die Todesmine und so machen, ne? Werde ich übrigens auch noch machen. Todesmine brauche ich auf jeden Fall. Damit ich so ein bisschen gutes Equipment will ich schon haben. Aber ansonsten, also ich brauche auf jeden Fall noch einen guten Dolch, ne? Ich den vergleiche 11,1 Schaden und der hier 15,7, das Schwert. Ist schon ein dicker Unterschied. Ah ja, genau, Ruhestein. Ganz wichtige Nummer. Ruhestein. Was kann ich für euch tun? Seid sicher. Danke, du auch. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem PvP-Event, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.